Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Mit diesem wundervollen Ausblick begrüße ich euch wieder in dem Königreich Luzis. Und wir werden uns heute auf den Weg begeben zu den nächsten Nebenaufgaben. Zunächst gilt es aber erstmal ein wenig Magie zu synthetisieren. Und zwar habe ich alle Elemente jetzt angesammelt. Zack, und da kommen wir 99 von allem schön reinbuttern. Und da haben wir am Ende Ars Unai 2. Ach, und ich kann sogar... Moment, ich kann sogar... Ach, das ist ja geil. Ich kann sogar irgendein Item dazu hauen. Magieverstärker unter anderem. Ja gut, das ist eigentlich schon fast logisch, dass das dadurch stärker wird. Ja, Moment, da machen wir das mal. Okay, ich habe es irgendwo, ja genau, hier übersehen. Gut, dann tun wir das, oder? Sogar 4 Stück kann ich reintun davon. 5. Okay. Das wird krass. Erstmal ins Inventar legen. Und hier schön weiter ein wenig absorbieren. Ja, wir haben letztes Mal aufgehört hier beim Refugium und heute besuchen wir... Bin mir gerade gar nicht sicher, wen genau wir besuchen, aber ich muss sagen, mir gefällt die aktuelle Stimmung ganz gut hier. Es ist ein bisschen ruhiger geworden. Ja, keine fette Riesenschildkröte, die uns irgendwie one-shotten kann. Beim letzten Mal haben wir auch einen Gegner gelegt, der uns mit Level 58 fast permanent one-shotten konnte. Und heute, da haben wir mal nicht solche Gegner. Zumindest erstmal nicht. Sondern hier geht es um die Erkennungsmarken für Dave. So, Moment, da ist ein Aussichtspunkt. Warum kann ich den Punkt Warp nicht nutzen? Okay, gut. Danke für den Hinweis. Das dürfte echt lange dauern. Ach, zu spät. Schade. Klingt, als würd's dir blendend gehen. Oh, das ist die Erkennungsmarke. So ein Glück. Wir haben sie. War die an einem Schuh dran? Okay, gut. Dave ist von hier aus gesehen einen Kilometer etwa entfernt. Ansonsten geht es heute definitiv nochmal nach Hammerhead. Und wir können die perfekte Landschaft entdecken. Darüber hinaus könnten wir hier auch weitergehen zu einem Waffenhändler. Ja, Moment. Erstmal zur perfekten Landschaft. Und da rufen wir erstmal unsere Chocobos. Los, Kleiner. In der letzten Episode permanenter Begleiter gewesen. Und jetzt rufen wir sie wieder. Ich feiere immer noch wirklich jeden einzelnen Track auf dem, im Soundtrack. Mein kleiner Chocobo. Verrostete Münze. Wird sich schon wohl gelohnt haben. Ja. Willkommen in Frieden, meine Lieben. Ah, da war wieder ein Item. Ja, das muss sein. Das muss sein. Moment. Da waren sogar mehrere Items. Ja, ja, wir haben hier ein wenig was für unseren Regalia. Also dann? Ja, erstmal schön anspringen. Hm.
Hui. Die perfekte Landschaft wird erstmal ein bisschen gestört hier. Großartig, Snot. Kinderleicht. Ja. Ignis! Mit Vergnügen! Ja, Leute, was macht ihr denn hier? Da kommen ja noch welche nach. Okay, hallo. Keine Zeit zum Verschnaufen. Echtes Teamwork. Ja, Gladio, los! So, ein bisschen übertreiben muss sein. Ich zerschmettere dich! Jawohl. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Und Gladio hat eine entwertete Banknote gefunden zusätzlich. Was für eine Aussicht. Ja, das Lustige ist, dass ich das Let's Play mit fast denselben Worten begonnen habe. Aber hier ist die Aussicht echt fast schon besser. Ach, die schon wieder. Wie sollen wir vorgehen? Wir machen sie platt. Sehr hilfreich. Große Waffen sind bei schnellen Gegnern nicht gerade die beste Wahl. Und das kommt ausgerechnet von dir. Muss gar nicht runter. Los geht's! Genau, blocken. Ach, kommt her. Große Waffen können die aber one-shotten. Sagen wir, haben mich diese Kackpratzen vergiftet? Das war einfach. So, jetzt schnell machen, bevor die nächsten kommen. Los! Das nächste Foto wartet schon. Oh, jetzt von der Südseite. Na, okay, cool. Ist aber echt eine geile Aussicht. Also, wie gesagt, beim Refugium hatten wir eine ähnliche. Wenn er jetzt nicht so rumzappeln will... Ach komm, ich habe so viele Gegengifte. Hat schon so ein bisschen Gänsehaut. Ach, da ist mein netter Begleiter. Los, Kleiner. So, wo geht's jetzt lang? Wir könnten eigentlich hier hin. Gibt's halt auch zwei Nebenmissionen zu erledigen. Oder wieder zurück zu Dave. Und dann können wir mit dem Regal hier eigentlich weiterfahren. Wobei, ich kann mich auch zum Regal hier... Ich kann mich zum Regal hier zurückporten lassen. Gut, dann tun wir das mal gerade. Ey, also einige Aussichten sind hier schon wirklich majestätisch. Also es ist unfassbar. Es ist schon sehr, sehr geil gemacht. Und da weiß man auch, woran die Leute rund 10 Jahre gearbeitet haben. Bei so einem Spiel ist es aber auch echt immer die Frage, okay, haben die jetzt 10 Jahre durchentwickelt? Ich glaube, das wird keiner annehmen. Ich denke mal schon, dass die da irgendwo... gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie alles über den Haufen werfen und fangen jetzt irgendwie von vorne an oder so. Ich glaube aber, dass das eigentlich ein ganz normaler Entwicklungsprozess ist. Ich glaube, wenn man irgendwie auch Autor oder so ist,
Da wird man sicher nicht alle Charaktere irgendwie, die man sich am Anfang ausgedacht hat, bis zum Schluss quasi tragen, sondern man wird auch sagen, hey, dieser Charakter scheidet zum Beispiel mal aus oder so. Oder passt nicht ganz so gut, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Den ersetzen wir. Willkommen im Krähennest. Erstmal Kohle her. Ihr Jungs seid gut. Noctis würde sagen, ich weiß. Sage ich jetzt auch, okay. Sehr gut. So, mein Lieber, hast du noch einen Jagdauftrag für uns? Alles klar bei euch. Würdet ihr euch der Sache annehmen? Ich bin leider noch vom Level her zu niedrig, aber ich würde es sehr, sehr gerne machen, wenn ich dürfte. Man sieht sich. Wow, was ist denn das für eine geile Kiste? Okay, ab zu Dave und dann geht's zu der Chocobo-Farm. Vielen Dank für die Marke. Ich werde dafür sorgen, dass die Familie sie bekommt. Und wir bekommen 10 Elixiere, wow. Hä? Wie läuft die Reise? Super, danke. So, dann würde ich sagen, wir können den Regal ja mal auftanken. So, sehr gut. Dann schauen wir mal. Also in Hammerhead. Da haben wir natürlich noch ein bisschen was zu tun. Gut, ich glaube, genau, die Gelbfrösche müssen wir dann einfach nur noch abgeben. Und die perfekte Landschaft ist auf dem Weg dahin. Also wir können quasi eine Route, die Chocobos sind da ein bisschen weiter nördlich jetzt von hier aus. Wir können da quasi eine Route ablaufen, gehen Süden. Genau, da haben wir es. Und da ist auch die Kaktor-Aufgabe. Ach, da können wir manuell hinfahren. Gehen wir. Los geht's. Jetzt muss ich aber schauen, wohin nochmal genau. Okay, wenden und dann einfach nur in den Süden fahren. Ich muss sagen, in Gelb gefällt er mir schon ganz gut, der Regalia. Und da wir letztes Mal Cup Noodles hatten, haben wir heute auch ein paar schöne Attributsteigerungen. Ich warte immer noch drauf, gegen eines dieser... So, tut mir leid, aber wir müssen das hier gerade mal erledigen. Wir kaufen mal gerade ein Pannenset. Raus mit euch! Alles klar. Also los, Bewegung. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich warte immer noch darauf, gegen eines dieser Seemonster kämpfen zu können. Wenn man das kann überhaupt. Das wäre so geil. So, mein Lieber, du hast eine Panne. Ihr kommt wie gerufen. Mein Wagen ist liegen geblieben. Ja, ist mittlerweile der zweite, dem wir ein Pannenset geben können. Vielen Dank. Ihr wart meine Rettung. Hält einfach jeden nur die Faust Tag hin. Eine gute Tat. So, mal schauen, wie viele wir noch so finden. Und 1500. Ey, das lohnt sich ja richtig. Tatsache. Rein finanziell auch. So, dann geht's weiter.
Gehen wir. So, los geht's. Wir haben übrigens viele Fähigkeitenpunkte, die wir jetzt verteilen können. Nein, wir gehen schon in die nächste Ortschaft jetzt. Ach, das sind die hier. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Knurren irgendwo gehört. Letztes Mal hat mich mein Gefühl schon nicht getäuscht. Was haben wir jetzt? Ach so. Von oben. Oder? Oh, Tatsache. Hallo. Wie geil verzweifelt der seine Raketen noch abfeuert. So, wenn uns irgendeiner auf dem Weg zu der Chocobo-Farm aufhalten möchte, dann halten wir ihn auf. So, tut uns leid, dass wir sie auch aufhalten, der Herr oder die Dame. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Aber die beschweren sich auch mittlerweile nicht mehr, dass es so heiß ist, oder? Haben die anfangs schon recht häufig getan. Ich glaube, das habe ich schon länger jetzt nicht mehr gehört. So, und parken gedrückt. Jetzt parken die schön ein. So, hier gibt es zum einen... Genau, hier zwei Nebenaufgaben. Dann direkt nebenan können wir die Cortez-Platte vom Süden aus fotografieren. Und dann geht's weiter gegen Süden. Heil angekommen. Der unverwechselbare Geruch von Chocobos. Und wir können ein bisschen Futter für die Chocobos kaufen. Wenn einer der wilden Chocobos verletzt ist, versuche ich ihn so gut es geht zu versorgen. Womit kann ich heute dienen? Wie wäre es mit einer kleinen Stärkung? Eigentlich bin ich nur an der Jagd interessiert. Meine Güte. Ende der Tyrannei. Tyrannen-Behemoth. Ach du liebes bisschen. Stufe 4, Stufe 8. Es geht bis Rang 8 hoch. Blitzbomber. Können wir ja mal annehmen. Bist du da sicher? Ja, erstmal annehmen. Das heißt ja nicht, dass wir es machen müssen. Gut, wir warten aber nicht bis zum Einbruch der Dunkelheit. Lasst euch nur nicht unterkriegen. Was mich jetzt aber interessiert, der ist der Aufgabenträger, aber... Ganz kurz, genau. Wiz hat nicht nur ein Herz für die Chocobos in seinen Stallungen, sondern auch für die wilden Vögel außerhalb der Ranch. Da er in letzter Zeit nicht mehr rauskommt, um nach dem Rechten zu sehen, bietet Noctis sich an, die wilden Chocobos zu fotografieren. Okay, es ist weiter im Norden tatsächlich. Und der gelbe Kaktor, der ist hier irgendwo. Ach, den kann ich sicher hier kaufen. Ist das nicht eh... Na, womit kann ich heute dienen? Endlich. Genau, und Gaumenfreuden 2 holen wir uns auch mal. Vielen Dank auch. So, ein bisschen Luxusschinken kaufen, ein bisschen Pökelfleisch. Ein paar Tomaten können wir auch gut gebrauchen. Bisschen Knoblauch. Warum werden mir bei Knoblauch Muscheln angezeigt? Schon klar, dass ich es dafür brauche, aber... Ach, das sind alle Gerichte, die ich durchschalten kann. Für die ich das benötige. Ach, cool. Das ist auch eine coole Sache eigentlich. So, ansonsten haben wir eigentlich so ziemlich alles. Vielen, vielen Dank, der Herr. Das ist es.
Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Sehr gut. Noch? Du hast einen Kaktor ergattert. Na, dann fehlt ja nur noch einer. Die Chocobos freuen sich, dich zu sehen. Genau, ich freue mich auch. Zum einen die Sprungkraft oder die Ausdauer. Ich nehme mal die Ausdauer. Und dann holen wir uns mal 10 Stück mit. Dann nehmen wir auch hier mal 10 mit. So, theoretisch kann ich ja alles Mögliche verkaufen. Bis zum nächsten Mal. Und ich kann nochmal ganz, ganz kurz beim... Willkommen auf der Chocobo Ranch. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, genau. Ich möchte in den Salon, bitte. Die Chocobos freuen sich, dich zu sehen. Zum Salon. So, Name. Ich bin noch nicht bereit, ihm einen Namen zu geben. Vielleicht habt ihr einen Namen. Bis zum nächsten Mal. Okay, die Kaktorfigur haben wir. Gehen wir nochmal, reiten wir also kurz dann nach Norden. Ups, ja. Ganz kurz die Aufgabe erstmal auswählen. Vögel außer Rand und Band. Das sind nur 300 Meter, also wir sind direkt da und wieder zurück. Dann können wir mit dem Regal ja weiterfahren. Ignis, weiter geht's. Einen Moment. Ja, wenn man die Ausdauer erhöht, ich glaube, das lohnt sich auch so, dass man ein bisschen flotter von A nach B kommt. Diese schwüle Luft. Ja. Kommt man da auch irgendwie rein, oder? Müsste ich wohl irgendwie, ne? Ja, die sind quasi da, wo das Nebelauge war. Gibt's den schmalen Durchgang? Nein. Hier vielleicht. Also kein Durchgang, aber ich komme hier auch nicht hoch, schade. Los, Kleiner. Gut, da muss ich nochmal kurz schauen, wo ich hier reinkomme. Ha. Die Steuerung wieder. Okay, von hier aus vielleicht. Das sieht vielversprechend aus. Jawohl. Ah, okay, gut. Von hier aus geht's zu Fuß weiter. Braver Junge. Ah, vielleicht hat das... Ah, da haben wir wilde Chocobos. Das erste zumindest mal. Was haben wir hier denn bitte? Einen ausgerissenen Baum. Ah, ich erinnere mich noch wirklich, als ob es gestern wäre. Weiter geht's. Ja. Ja. Ah, dass die Chocobos hier durchkommen? Ist ja verrückt.
Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir für ihn eine Aufgabe übernehmen. Das zweite Mal, dass wir hier in den Wald gehen. Ja, ich find's super. Es gibt hier zahlreiche Items, also... Es lohnt sich definitiv. Leider nur Schnurrhaare von diesen nervigen Dingens. Hundewesen. Ja, ich bin mir sicher, wir finden doch irgendeinen fetten Gegner jetzt, oder? Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, sieht so aus. Suchen wir. Hey, 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 hey. Ah, Bingo! Hier ist das Vögelchen. Gut, das ist im Kasten. Ach ja, wie süß der Kleine ist, ey. Ohne Mist. Das ging erfreulich schnell. Sind die Fotos auch was geworden? Oh, du stellst Fragen. Fürs Album mitgeknipst? Du stellst Fragen. Sag mal, Leute, ist das alles? Nein, 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 bitte nicht. Oh, jetzt muss ich den anderen Weg entlang gehen. Aber ich möchte kurz wissen, warum es hier so bedrohliche Musik gibt. Gut, da hinten haben wir das Nebelauge besiegt. Müssen wir auch lang. Jetzt ist es zu spät, um umzukehren. Hier sind viel zu viele Insekten. Weichling. Okay, diese kurze 300-Meter-Reise entwickelt sich doch zu einer etwas längeren. Aber wie gesagt, ich schaue hier lieber nochmal nach, weil vielleicht... Ich habe irgendwie im Gefühl, dass es hier eventuell Nachkommen gibt von dem guten Nebelauge. Schade. Oh Gott, für einen Moment. Ich habe schon kurz gedacht, so, ey, wie cool wäre das, wenn da irgendwie ein Viech plötzlich aus dem Nichts aufspringt. Und dann kommt Gladio ins Bild gelaufen, Mann. Oh, kurzen Schockmoment. Aber aus dem falschen Grund halt. Genau, dieser schmale Durchgang wurde mir, glaube ich, gerade eben auch nicht angezeigt, oder? Oh, endlich nicht diese unangenehme Musik mehr. So, schnell zu Whis gehen. Wir können dann auch die Jagd, die nachts stattfinden soll, erfüllen. Auch wunderbar. Wisst ihr aber, was ich komisch finde? Ignis zum Beispiel fährt nicht nachts, aber nachts irgendwie Chocobos reiten und Jagdaufträge erfüllen und so weiter und so fort, ist alles okay. Finde ich halt ein bisschen komisch, weil... Was ist so das Auswahlkriterium, was er macht und was er nicht macht? Moment. Da oben, Feinde! Danke. Danke. Bis bald, Kleiner. Ich würde am allerliebsten gerade mal komplett ohne Feinde einfach durchgehen. Das tue ich jetzt auch. Da ist schon wieder so ein Mech dabei. Hört man jetzt schon. Die sind mir gerade alle so egal. Bevor es Nacht wird, reiten wir zu Whis zurück. Und sobald es dann Nacht ist, gehen wir wieder raus und jagen hier ein bisschen. Und dann können wir übernachten gehen und dann geht es weiter gegen Süden.
Und dann können wir auch bald wieder nach Hammerhead reisen. Die Schnellreise dorthin funktioniert, warum auch immer nicht. Ja. Ich glaube, da haben uns einige... Genau. Wir die Waffen sprechen. Jetzt haben die uns doch erkannt. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben die Feinde uns nicht erkannt, aber... Oder die bösartigen Monster im Prinzip. In Anführungszeichen halt. Dankeschön. Oh, die sind ja hübsch geworden. Sind die Tiere in Ordnung? Ja, sind sie. Machen einen munteren Eindruck. Das sehen Sie allein an den Fotos? Nun ja, ich züchte ja nicht erst seit gestern Chocobos. Hier, das gebe ich euch als Dank für eure Mühen. Probiert's doch einfach mal mit euren Vögeln aus. Ach, das hättest du mir auch gerne geben können, als wir in den Ort gekommen sind. Oh, okay. Interessant. Okay, noch eine Nebenaufgabe direkt. Ah, du bist's. Ist irgendwas? Mir wurde berichtet, dass sich draußen ein geschwächter Chocobo befindet. Könntet ihr vielleicht nach dem Vogel sehen? Ich würde ihm gern helfen. Klar doch, kein Problem. Okay, den geschwächten Chocobo finden. Wo ist denn der Kleine? Hast du vielleicht eine Wegbeschreibung oder so? Okay, das ist deutlich in Richtung Süden. Also, ja, das können wir gerade gleich... Achso, hier ist die Jagdmission. Können wir gleich machen. Erstmal geht's jagen und dann direkt ins Refugium. Los, Kleiner. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Die Chocobo-Ambulanz rückt aus. Die Lage ist ernst. Haben wir auch Heiltränke im Gepäck? Weiß nicht. Wie sieht's aus? Okay, ich sehe mal nach. Oh, stimmt. Ich habe ja gar keine Heiltränke, glaube ich. Nach dem letzten Mal. Danke. Danke, dass ihr mich daran erinnert habt, Leute. Ich habe nur noch Supertränke und sowas, vielen aber... Danke, mein kleiner Chocobo. Wäre ganz gut, auch mal ein paar einfache Heiltränke zu haben, um nicht direkt die teuren Items zu verschwenden, in Anführungszeichen. Oh oh. Chocobo-Kombo haben wir erlernt. Im Kampf kann er den Gegnern nun durch einen Kombinationsangriff Schaden zufügen. So, geht weg, ihr Siecher. Wir suchen andere. Ich höre da, glaube ich, rechts wieder ein Knurren irgendwo. Diesmal folge ich dem Knurren aber nicht. Es geht hier einfach auf eine Jagd. Okay, 200 Schaden. Gut, die Waffe ist auch auf Blitz ausgelegt. Autsch. So, Prompto bringt hier ein bisschen mehr als... Klar, ja gut. Ich nehme alles zurück. Auf dich ist Verlass, klar. Aber wie wir teilweise 5000 Schaden austeilen mit einem Hit, ist auch krass. Ich bin überwältigt. So bin ich halt. Mögen wohl kein Eis. Okay. Ah, ich komm klar.
Mann, das ging schnell. Ah, das wäre geschafft. Lasst uns zurückgehen und zocken. Zurück wohin? Ins Hotel? Träum weiter. So, kommt her, ihr Mistkerle. Ich wollte nur meinen Schatz. Wie Gollum. So, Schlammkappen. Eine fehlt mir noch, immer noch. So, die können wir gleich auch nochmal einsammeln. Diesen Schatz. Die können wir vor allem einsammeln, ja, ja. So, tatsächlich habe ich mittlerweile gelernt, dass diese Mineralien nicht mal wichtig sind, großartig. Nur wenn man das Auto halt umlackieren möchte. Weißt du, ich finde die gelbe Lackierung ist sehr, sehr geil. Und großartig wichtig ist mir das dann auch nicht, dass die da so cool dann auch ist zusätzlich. Oder dass wir immer wieder eine neue Lackierung oder so haben. Da habe ich am liebsten einfach nur wichtige Items dann, denen ich hinterher hechte. Dann aber richtig. Endlich sind wir da. Kurz mal ein bisschen Magie auffüllen. Warum liegt denn die Energie außerhalb der sicheren Zone? Merkt man direkt an der Musik, wenn die umschlägt. So, meine Lieben, jetzt wir zelten jetzt erstmal. Wir sollten erstmal etwas essen. Ja, bitte. Ich habe da im Hintergrund sicher gehört. Ich höre im Hintergrund immer noch sicher. Jetzt nicht mehr. Okay, ja, gut. So, was nehmen wir uns mit für den nächsten Tag? Das Ding ist, ich brauche ja gar nicht mal sowas Krasses. Aber hier, Galette mit Spiegelei. Und die Kleinen kriegen etwas für die Ausdauer. Da schauen wir mal, wie das aussieht jetzt. Oh, es sieht wieder wunderbar aus. Da bekomme ich glatt Hunger. Aber abends sowas Deftiges, weiß er nicht. So, vielleicht habt ihr mehr Glück, ja, wobei die Folge kommt, So macht man das. War schon cool, wie du dich übers Schlachtfeld warpst. Das sieht schon cool aus. Das sieht wirklich cool aus. Aber nur, weil man Noctis nicht sieht. Dadurch sieht es doch mal epischer aus. Ja, ansonsten... Hey! Bilder mit uns beiden gibt es nur wenige. Ja, vielleicht sollte man daran arbeiten. Gutes Timing, Prompto. Wer weiß, wie lange es noch Bilder von euch beiden gleichzeitig gibt. Du bist begabt, Prompto. Warum sagt er es gerade bei dem Foto? Naja, weiß ich nicht. Das sieht interessant aus. Gut, weiter geht's. Ansonsten, ja, Ignis... Beziehungsweise Ignis wird diese Bilder dann leider nicht mehr mitbekommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es irgendwas Königliches, Göttliches, was sie nochmal heilt. Fände ich auf jeden Fall ganz cool, aber... weißt es. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Oh Mann, auf ey. Geht's. Was ist denn mit der Ausdauer jetzt passiert? Die ist ja... Ich weiß, wir haben sie erhöht, aber... Die ist ja riesig, dieser Balken. Das ist ja... Ich habe das Gefühl, das ist Chocobo... Dass der Chocobo nochmal deutlich schneller wird auch noch. Mann. Krass.
So, hier können wir nochmal Wiz kurz Bericht erstatten. Da wären wir. Braver Junge. Ach, die Mini-Chocobos. Vielleicht hat der Chocobo auch nur etwas gegessen, das er nicht verträgt. Die meisten wilden Chocobos kenne ich, seit sie Küken waren. Die wachsen einem richtig ans Herz. Womit kann ich heute dienen? Wir sind wirklich dankbar für die Hilfe. Kein Problem. Ist ja auch nicht so, als ob man es kostenlos gerade macht, ne? Und sonst? Alles in Ordnung bei euch? Ja, danke. Gehen wir mal weiter. So, dann fahren wir mal manuell. Gehen wir. So, los geht's. Und hoffentlich kann ich jetzt nochmal checken, wo die ganzen Aufgaben... Natürlich nicht. Warum sollte man auch, ne? Gut, kurz parken. Na dann, sehen wir uns mal um. Ganz ehrlich, gibt's da links Chocobo-Rennen? Also ich bin davon ausgegangen, weil... Unglaublich! Die veranstalten hier... Moment! Die veranstalten hier Chocobo-Rennen, ja, aber... Hier ist doch noch eine Aufgabe. Die perfekte Landschaft. Weiter südlich. Chocobo-Rennen? Ja, unglaublich. Das müssen wir sehen! Nein, wir müssen weiterfahren. Ach komm, Ignis, nur ganz kurz. Na, wie geht's, Chocobo-Freunde? Hier könnt ihr beweisen, wie fest ihr im Chocobo-Sattel sitzt. Wie wär's? Seit Nebelauge erledigt wurde, sind die Chocobos wieder munter wie immer. Ich leihe euch zwei der Fidelsten, damit ihr euch ein Wettrennen liefern könnt. Und? Seid ihr interessiert? Selbstverständlich. So, bist du bereit, Noct? Oh ja. Das kann jetzt lustig werden. Gut. Chocobo-Rennen, erreichte das Ziel als erster das Ziel. Nee, jetzt sag bloß, ne? Wenn du die Strecke verlässt, da dir die Kontrollpunkte nicht in der richtigen Reihenfolge abläufst, wirst du disqualifiziert. Okay. Fertig. Los. Los. Los geht's. Das Gute ist, so ein bisschen Ausdauermanagement von den Chocobos oder von dem jeweiligen Reittier habe ich noch von Red Dead Redemption. Da muss man auch immer schauen, dass man das Pferd im richtigen Trim hat und nicht zu oft auf die Galoppieren-Taste dann hämmert. Und der Balken reicht perfekt für einen Rundlauf. Aber wo ist ein Prompto? Ach, der braucht noch ein bisschen. Der Sieg geht an mich. Ich glaube, ich habe keine Chance. Okay, gut, es geht auch um Bestzeiten. Aha. Okay. Gut. Das war's. Gratulation. Beim nächsten Mal steht ein neuer Parcours bereit. Dann bis zum nächsten Mal. Aber können auf jeden Fall nochmal hierher zurückkehren. Hätte ich nichts gegen. Gut, den neuen Parcours kennen wir. Das ist der rote dann wahrscheinlich. Oder der lila, ne? Also dann. So, dann schauen wir mal, wie die Aussicht von hier ist.
Danke. Mann, tolle Landschaft. Die andere Aussicht gefiel mir ein bisschen mehr, aber... Es sieht wieder cool aus. Achtung, Aufnahme! Gut, berichten wir von unserem Erfolg. Okay, wie 2 Kilometer entfernt, ich schätze mal... Lestalum? Jawohl. Gut, das dauert ein bisschen länger, als man vermuten würde bei 2 Kilometer. Das klingt so schnell abgehakt einfach mal. Dauert einfach eine Weile. Aber hey, nach Lestalum kommen wir auch nochmal. Erstmal werden wir unseren Südtrip hier fortsetzen. Kleiner Chocobo. So, wir fahren jetzt einfach mal ins nächste Gebiet. Noct. Ich würde gern mal ein paar Chocobo-Fotos schießen. Geht das vielleicht jetzt? Wir waren da doch schon die ganze Zeit, Mensch. Nee, nicht jetzt. Okay, wenn du es vergisst. Was los? Auf der Ranch. Okay, wir müssen sowieso nochmal zurück zur Ranch. Also, gut. Du, Noct? Sag doch mal, hast du vielleicht Sonderwünsche für Fotos? Eigentlich nicht. Mach einfach weiter wie immer. Okay, ganz wie du wünschst. Raus mit euch! Also los, Bewegung. Gut, ganz kurz. Aufgaben. Okay, das ist das Fotoshooting. Das ist der nächstgelegene Ort gleich. Genau, ich möchte mir da einen Wegpunkt hinsetzen. Auf der Jagd nach der grünen Bohne geht es ja auch weiter. Heieiei, es ist ja doch recht riesig, die Welt, ne? Und es gibt viel zu tun. Mann. Wir sind jetzt auch schon fast 35 Stunden dabei. Gut, die Anzeige stimmt nicht ganz. Das inkludiert auch Schnallt so ein bisschen... Schnallt euch an. Inkludiert auch so ein bisschen... Moment. Geradeaus, ne? Ja, einfach geradeaus. Inkludiert auch so ein bisschen die Zeit, wo ich zum Beispiel... Also hin und wieder habe ich mal ein bisschen schneller machen müssen mit dem Schneiden und so. Und da habe ich halt die PlayStation irgendwie nochmal 10 Minuten im Hintergrund laufen lassen. Und dann bin ich zurück zur PlayStation, habe Start gedrückt und quasi die ausgeschaltet. Und ja, deswegen kommt es dann auch so, dass die Zeit dann nicht ganz repräsentativ ist. Aber ich denke schon, dass wir gut 30 Stunden hier unterwegs sind, mindestens. Huch. Och nö, nicht schon wieder die... Warum kann ich hier den Turbo nicht aktivieren? Einfach so ein Turbo-Knopf und dann... Bam, bist du direkt weg. Ich muss gucken, wo es den fliegenden Regalia gibt oder durch was ich ihn verdienen kann. Ich bin mir sicher, irgendwas für Sydney oder Sid wird es wohl sein. Vielleicht muss ich auch einfach nur das Wachs abgeben. Ganz kurz erstmal hier vorbeischauen. Willkommen im Krähennest. Darf's was zu essen sein? Okay, hier gibt's ein bisschen was zu essen. Kenny's Lachs. Sah ein bisschen aus wie Würstchen mit
hier nicht Spiegelei, sondern Rührei überbacken, wo allerlei Zeug drin ist. Was wollt ihr wissen? Okay, Refugien. Parkplätze. Oh, Ortschaften. Und natürlich auch Sammelstellen. Damit ist Spaß garantiert. So, den nächsten Jagdauftrag besten mal annehmen. Dank. Panzertierparade. Also dann, ich warte hier auf euch. Oh. Ist es Dave wieder? Es ist Dave. Hallo, ich bin weiterhin auf der Suche nach Erkennungsmarken. Falls ihr unterwegs welche findet, dann bringt sie mir bitte. Zwischen Stein und Fels. Okay, gut. Ich möchte nicht gemein sein, Dave, aber hast du nicht vielleicht nochmal irgendwas Interessanteres für uns? Sehr schön. Perfekt. Besser geht's nicht. Und in gutem Zustand auch. Dafür kriegt ihr ein Bienchen. Hier. Viertausende Erfahrungspunkte, meine Güte. Für fünf Frösche. Ich hätte auch 10 weitere mitbringen können. Hm? Was treibt euch denn hierher? Okay, haben wir diese Questreihe jetzt erfüllt? Fragezeichen. So, ansonsten schauen wir mal kurz. Da ist die nächste Jagd. Hier. Ach, zwischen Stein und Fels. Hier haben wir das nächste Chocobo. Den nächsten Chocobo. Okay, und hier geht's auch auf die Jagd nach der grünen Bohne. Also, man kann hier durchaus auch weitergehen noch. Eisenklumpen. Klingt wertvoll. Weiter geht's. Gladio, gehen wir. Komme! Los, Kleiner. Oh, wir haben ja sowieso extrem viel Ausdauer. Wir können da etwas verschwenderisch mit umgehen. Hey, Noct, über dir! Das war gerade ganz geil. Weicht zwar aus, aber schon zu spät. Also ich. Und er sagt selbst zu spät. Ich zerschmettere dich. Ja. Oder euch. Oh Gott, ey. Das war knallhart. Kein Problem. Pronto macht nicht mehr lange mit. Ja Mensch, helft ihm mal einer.
Aliens wohl etwas übernommen. Eigentlich ja nicht, aber... Wir kämpfen gerade ein bisschen schlecht. Bam. Wir verstehen uns. Oh, da haben wir noch einen Schatz oder noch ein Item. Autsch. Alles in Ordnung? Yep. Oh, das sind ja auch die Großen jetzt. Autsch. Komm, hau den einen. Ich zerschmettere dich. Ah, ganz 10.000 kriegen wir dann nicht raus pro Hit mit dem Dämmerbrecher. Also der erste war noch nah dran, der zweite nicht so wirklich. Ach, Quatsch. Als ob wir hier Hilfe bräuchten. Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Drachenzahn. Und Grünsteinmineral. Oh mein Gott. Oh, hier gibt's noch ein bisschen was. Noch ein Grünsteinmineral. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir haben wieder einen schönen Tag. Da oben! Feinde! Danke. So, zur Abmoderation. Okay, die Musik bleibt hier leider nicht. Zur Abmoderation. Okay, jetzt ist die Musik eh nicht mehr da. Zur Abmoderation geht's ins Menü, damit uns die doofen Magitech-Leute nicht nerven. Heute hatten wir wieder eine coole Reise hinter uns, also beziehungsweise eine coole Etappe auf der Reise. Nächstes Mal wird erstmal Bericht erstattet und dann geht's halt weiter erstmal hier und später geht's auch hier nochmal weiter und also allgemein hier in diesem ganzen Umkreis, da gibt's halt einiges zu erledigen. Es gibt hier Ortschaften noch ein bisschen und ja, es gibt einiges zu tun. Wir können auch gerne nochmal nach Lestalum, nach Hammerhead würde ich gerne etwas früher schon reisen als nach Lestalum, denn dort haben wir auch ein paar Waffen, die wir verbessern müssen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Däumchen nach oben dalassen, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin euch eine gute Zeit. Haut rein.